Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man dieses hübsche Lesezeichen selber machen kann. Dafür braucht ihr unter anderem ein Laminiergerät, gepresste Blumen und eine Buchseite. Wenn ihr das alles habt, dann bleibt dran, schaut euch das Video an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Um die Lesezeichen zu machen, braucht ihr ein Laminiergerät, Laminierfolie, super eignet sich der DIN A6 Folie. Sehr einfach geht es, wenn ihr Vorlagen habt. Ihr braucht ein altes Buch, alternativ würden auch kopierte Buchseiten gehen. Hier habe ich ein ganz, ganz altes, ödeliges Exemplar von Blutspur. Ihr braucht eine Schere oder einen Cutter oder eine Schneidemaschine, das geht alles. Dann braucht ihr Sekundenkleber, alternativ geht auch Heißkleber und einen Stick. Ihr braucht auf jeden Fall einmal Flüssigkleber und einmal einen Stick. Dann, wenn ihr dekorieren wollt, ist optional irgendwelche Dekosachen wie Schnur, Knöpfe, Perlen, was auch immer. Dann braucht ihr logischerweise getrocknete Blätter. Da könnt ihr auch schön Stängelchen nehmen und ihr braucht zum Schluss noch einen Locher oder eine Lochzange. Als erstes nehme ich mir jetzt eine Laminierfolie in A6. Bestimmte Marken oder ähnliches kann ich euch nicht empfehlen, denn wir haben damals unsere Laminiermaschine samt den Folien, da hatten wir in verschiedenen Größen jeweils irgendwie so 10, 20 Folien bei. Die haben wir im Aldi oder Lidl oder so mal gekauft und die ist nicht besonders gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es an den Folien liegt, an dem Gerät selber oder die Kombination von beidem. Aber oft schließen die nicht richtig. Also die kleben oft nicht so richtig gut aneinander, bilden Luftbläschen und so weiter. Und meistens muss ich die Sachen mehrfach durchziehen, was halt eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Aber da ich nicht viel damit arbeite, ist es völlig ausreichend. Aber deswegen kann ich euch jetzt keine Fragen dazu beantworten, welche Marke da am besten ist, welche Folien am besten sind. Ich habe jetzt einfach nur die aus dem Standardset. So, dann schaut ihr euch die an. Und ich habe hier in der Größe ungefähr mein Lesezeichen, was ich ganz schön fand. Und von der Höhe werde ich es dann halt genau wie diese Folie lassen. Somit muss ich also nachher nur eine einzelne Seite schneiden. Dann nehme ich jetzt dieses Lesezeichen und mein Buch. Man kann natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel schön passen wird, natürlich vielleicht so ein botanisches Lexikon. Da wird man im Normalfall ja keine Seite einfach rausreißen und dann zerschneiden. Da könnte man halt wirklich was rauskopieren und dann ausdrucken. Oder man könnte halt einfach sein Lieblingsbuch nehmen und da die Seite kopieren. Das ist natürlich möglich. Nur da ich derzeit so viele alte Bücher habe, dachte ich, ist es ganz schön, wenn ich mir eins, zwei zur Seite lege, um da irgendwelche Projekte mitzumachen. Weil wie gesagt, selbst zum Verschenken sind diese Bücher nicht mehr gut genug und wegschmeißen tut mir dann doch irgendwie sehr weh. Deswegen habe ich mir jetzt Dinge überlegt, wie ich die weiterhin verwenden kann. Ich glaube, ich werde dieses hier nehmen. Dann lege ich mir das einfach hier drauf, nehme mir einen Stift, den ich jetzt nicht bereitgelegt habe. Hier habe ich einen. So. Und dann zeichne ich mir das einfach ab. Jetzt kommt der unschöne Teil, wo ihr die Seite rausreißen müsst. Ich reiße gleich mal zwei Seiten mit raus. So, das legen wir beiseite, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann schneidet ihr das aus. So, somit habe ich also sozusagen den Hintergrund von meinem Lesezeichen. Und das muss auch gar nicht besonders gut halten. Nachher wird das ja eh von dem Laminiergerät sozusagen festgehalten. Und da könnt ihr zur Not nachher, wenn ihr irgendwie ein bisschen schief aufgeklebt habt oder so,
könnt ihr ja nochmal lang schneiden, um das zu korrigieren. Hier funktioniert es jetzt relativ gut. Wenn man es eher minimalistisch mag, könnte man es so eventuell sogar lassen. Ich schaue mir trotzdem nochmal die andere Seite an. Ich glaube, ich werde es doch auf dieser Seite machen. Ja, jetzt probiert ihr einfach aus, ohne irgendwas festzukleben, wie euch das optisch am besten gefällt. Man kann auch über den Rand hinausgehen, das dann nachher abschneiden. Da habt ihr eigentlich jegliche Möglichkeiten und ganz viel Spielraum, um das schön zu gestalten. Was ich halt ganz, ganz toll finde bei dieser Technik, sage ich jetzt mal, dass nachher, wenn das laminiert ist, die Farben, die strahlen richtig. Also dieses Gelb von diesen Blättern, das strahlt einfach richtig, was jetzt vielleicht so ein bisschen dumpf oder schwach geworden ist. Und es ist einfach wunderschön. Als erstes klebe ich dieses hier fest. So. Dann mache ich jetzt einfach an zwei Stellen so ein ganz, ganz bisschen Kleber. So. Dann kommen jetzt die kleinen Blättchen dran. So, ich glaube, ich habe jetzt ein Blatt auch weggenommen. Ich glaube, so gefällt mir das besser. Jetzt schneide ich den Überschuss von den Blättern ab. Dann nehme ich mir jetzt meine Folie. Und da müsst ihr wirklich aufpassen. Gerade wenn ihr Tiere habt. Ich habe hier jetzt nämlich direkt schon Katzenhaare drin. Dass da möglichst kein Staub oder Haare halt hinkommen, weil die seht ihr nachher alle. Dann legt ihr das, seht ihr das? Ja. Unten bündig drückt ihr das so ein bisschen in diese kleine Tasche sozusagen rein. So, ich glaube, so passt das ganz gut. Ich muss gleich mal schauen, ob ich den Rand noch kürze. Höchstwahrscheinlich schneide ich dann alle Ränder. Und jetzt warten wir darauf, dass das Laminiergerät heiß wird und wir das dann da durchschieben können. Mein Laminiergerät sagt mir jetzt, dass es fertig ist. Also drehen wir das Ganze um, sodass die geschlossene Ecke von der Folie als erstes reingeht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr das auf der Kamera bzw. im Video erkennen könnt. Hier am Rand hat man sozusagen, es sieht aus wie eine Luftblase, dass sich so komplett einmal drumherum zieht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Glaubt mir dann einfach. Auf jeden Fall, das ist nicht hundertprozentig überall glatt aufeinander gepresst. Das Problem ist dabei, manchmal sieht es nur so aus, es ist aber eigentlich gar keine Luftblase. Heißt, wenn ich hier lang schneiden würde, kann es passieren, dass es trotzdem ganz normal zusammenklebt. Aber manchmal sieht es nicht nur so aus wie eine Luftblase, sondern es ist auch eine Luftblase. Dementsprechend ist es hier nicht verklebt. Wenn ich es also aufschneide oder halt zurechtschneide, dann gehen die Ecken offen. Sagt man das? Nein, dann geht dieser Rand, der öffnet sich sozusagen. Der ist einfach nicht geschlossen, weil er nicht zusammengeklebt ist von vornherein.
Und dann hat man das Problem. Dann versucht man und versucht man, es wieder durchs Laminiergerät zu schieben. Und manchmal funktioniert es dann. Bei diesem Lesezeichen, es stört mich jetzt nicht wahnsinnig. Es sind an zwei, drei Stellen, dass es offen ist. Ich denke, ihr werdet das hier nicht erkennen können. Für ein, ich sag jetzt mal, Hausgebrauch stört mich das nicht. Oder, aber wenn ich es verschenken würde, fände ich es einfach nicht ganz so toll. Und man könnte mit Sekundenkleber das festmachen, aber man würde einfach sehen, dass da irgendwas ist. Dementsprechend kommt jetzt gleich mein zweiter Versuch. Ich lasse es noch einmal durch das Laminiergerät laufen, schaue dann, was dann passiert. Vielleicht auch direkt zweimal hintereinander. Und hoffe, dass die sich so ein bisschen verziehen werden und das schöner zusammenklebt. So, das Lesezeichen ist jetzt geschnitten. Es ist zum Glück am Rand nirgendwo was aufgegangen. Nur man sieht so ganz leicht, dass da so kleine Luftbläschen drin sind, was mich jetzt aber nicht großartig stört. Jetzt gucke ich mal, wo die Mitte ist, mache mir da einen Punkt und dann kommt da ein Loch rein. Jetzt überlegen wir uns, wie wir das dekorieren wollen. Ich glaube, ich möchte irgendwas mit einer Holzperle machen. Und suche mir da jetzt einfach ein passendes Band zu aus. Vielleicht das Gelb wieder aufgreifen. Das passt vom Farbton her. Dann schneide ich mir da ein Stückchen Band ab. Wie will ich das machen? Ja, genau. Der Plan steht. So, in meinem Fall habe ich jetzt eine Holzperle. Das braucht ihr logischerweise nicht. Ihr könnt jetzt einfach nur euer Band hier durchziehen, da eventuell eine Schleife dran machen, einfach nur einen Knoten oder ihr flechtet irgendwas oder dreht das oder macht da Perlen drauf, was auch immer. Ganz hübsch sieht es aus, wenn ihr einfach nur ein Band dran machen wollt, wenn ihr das sozusagen doppelt nehmt. Ein komplettes Ende hier durchschiebt und das dann so befestigt. Das sieht immer sehr schlicht und schön aus. Man hat irgendwie keine Knoten oder ähnliches. Ich werde das jetzt so machen, dass ich ein Ende durch meine Holzperle mache, das gleiche Ende durch. Und jetzt dieses Ende, was ich durch das Loch gezogen habe, nochmal durch die Perle ziehe. Also, dass ich nachher beide Enden oben aus der Perle draußen habe. So sitzt es dann so. Und dann könnte ich entweder sagen, ich ziehe das hier durch und mache da unten einen Knoten. Oder aber ich mache hier jetzt einfach einen ganz, ganz festen oder beziehungsweise mehrfachen Knoten rein, sodass die dann auch fest sitzt. Und das werde ich jetzt machen. Ich habe auch das Band nochmal ein bisschen festgeklebt. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber das wabbelte mir ein bisschen zu sehr rum. Das ist jetzt etwas besser. Und was ich jetzt, glaube ich, aber noch machen werde, da habe ich Lust zu, dass ich auf die Holzkugel vielleicht so ein Blättermuster oder sowas male. Da probiere ich jetzt mal rum. So, und fertig ist unser Lesezeichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder echt viel Spaß gemacht und wenn ihr mehr Lesezeichen-Bastelvideos sehen möchtet, dann kommentiert doch gerne oder klickt auf Gefällt mir. Dann, denke ich, kann ich meine kreativen Zellen anregen und schauen, was ich da noch so alles machen kann. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall alles, alles Liebe und wir sehen uns im nächsten Video.